Ich hätte sonst gerade noch eine Frage von dem Niklas. Nee, Moment, falsch. von dem Björn Berthe, der gefragt hat, wie lange eine Jurte hält und ob es eine Alternative zu einer Gartenhaus oder einer Gartenhaube wäre. Oliver, du bist der Materialwart von der Diözese Freiburg hier. Wie lange hält das Material? Na gut, also in unserem Gebrauchsmodus, also wir, unser Material ist so circa 10 bis 15 Mal pro Jahr unterwegs, wird auf- und abgebaut. Wir sind jetzt gerade dabei, Dächer auszutauschen, weil die Dächer etwas höhere Belastung haben, wenn man damit Konstruktionen baut, also sie aneinander baut. Wenn man sie immer nur als Einzeljurte aufbaut, dann würde ich sagen, also unsere Dächer werden ausgetauscht, sind 10 Jahre alt. Die Plane sind, Seiteplane sind 15 bis 20 Jahre alt und sind alle noch gut ohne Bedarf nach Austausch. Von daher würde ich sagen, so naja, 20 Jahre Minimum. Ja, wobei man, ich glaube, die Frage. Also in unserem Gebrauchsfall. Genau. Ja. Weil die Frage ging dann auch noch Richtung Gartenlaube. Diese Jurte, wo ihr uns jetzt hier drin seht, die steht seit 5 Jahren jetzt hier. Also so lange gehört uns dieses Grundstück, da haben wir die Jurte aufgebaut und haben dann zum Teil aus altem Material, muss man sagen, hier diese Jurte aufgebaut und dann einfach mal geguckt, wie lange es hält. Der begrenzende Faktor war das Jurte-Dach, weil da ist einfach, nachdem das 4 Jahre lang ständig draußen stand, dann war so viel Polle, Moose, Flechte, Alge, Vogelkacke auf dem Dach drauf, dass sich allmählich Löcher in der Baumwolle gebildet haben. Also von daher würde ich sagen, es ist ein bisschen abhängig vom klimatischen Standort. Also irgendwo im Wald unter Bäume wird das Zelt in 2 Jahre durch sein. Irgendwo auf einer trockenen, sonnigen Wiese kann man vielleicht auch 6 Jahre erreichen. Aber so, ich glaube, hier jetzt ständig ein Baumwollzelt draußen aufgebaut, nach 3-4 Jahren wird es dann langsam kritisch, was die Stabilität und die Dichtigkeit angeht. Aber wie gesagt, wir nutzen die Zelte ja eigentlich eher im Saisonbetrieb, Zeltlagerbetrieb, ja, für verschiedene Veranstaltungen, was so anliegt. Oft und viel im Jahr, aber die meiste Zeit lege ich sie dann doch im Materiallager. Und von daher ist, ja. Wobei aus meiner Einschätzung nach das Auf- und Abbauen natürlich ein Punkt ist. Also je öfter das auf- und abgebaut wird, desto mehr, also wenn das nur steht eine Woche, dann ist wahrscheinlich der Verschleiß gar nicht so hoch, auf- und abbauen. Aber vor allem, also was aus meiner Sicht hauptsächlich auch zum Verschleiß beiträgt, ist eben, wenn man Jurte-Konstruktionen baut, also mehr als eine Jurte aneinander knüpft und so, dann unterliegt das Material vor allem mit eben Dächer einem erhöhten Verschleiß, weil dann einfach mehr Zugkräfte auf das Dach kommen. Das dann auch gespannt wird an der Ecke, teilweise halt an der Knöpfe belastet ist und so. Und da erhöht sich dann der Verschleiß. Also wenn man das nur als einzelne Jurte aufbaut, dann kann man die locker 20 Jahre benutzen, auf- und abbauen, x-fach im Jahr, ohne Problem. Gut. Dankeschön für die Frage. Ich glaube, es geht weiter mit der Musik. Die ist schon ganz...